Rente bei psychischen Erkrankungen, ein schweres Stück Arbeit. Guten Tag, mein Name ist Frank Weise, ich bin Rentenberater bei rentenbescheid24.de und verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Eben noch auf der Erfolgsspur, jetzt Krankheit mit Verdienstausfall. Burnout, Depression, Psychose, vieles und mehr können Sie leben. Aber auch bei Essstörung, Zwangsstörung, Suchterkrankungen können wir helfen. Zur B- oder schon erdrückenden gesundheitlichen Situation kommt noch die existenzielle Frage: Wovon soll ich leben? Bei gesetzlichen Rentenansprüchen kann die Erwerbsminderungsrente wegen psychischer Erkrankung beantragt werden. Unsere Erfahrung deckt sich mit der offiziellen Statistik der deutschen Rentenversicherung. Circa die Hälfte aller Anträge werden abgelehnt. Hätten Sie damit gerechnet? Sie sind doch krank. Im schlimmsten Fall kann das Ihre aktuelle gesundheitliche Problematik noch weiter verschärfen, bis zur völligen Handlungsunfähigkeit und Resignation. Was tun? Sie sind doch psychisch angeschlagen, gerade nicht wirklich streitbereit und oft in Ihrer Handlungsfähigkeit ganz schön reduziert. Wo finden Sie nun die passende rechtliche Begleitung? Fragen Sie bitte bei spezialisierten Rechtsanwälten und Rentenberatern in Ihrer Nähe oder gern auch bei uns an. Nun die häufigsten Krankheitsbilder aus unserer täglichen Praxis. Volkskrankheit Depression. Depressionen sind weit verbreitete psychische Störungen in allen Ausprägungsgraden, verbunden häufig mit Müdigkeit, Schlafstörungen, vermindertem Interesse, aber gleichzeitig großer Unruhe, Konzentration und Merkstörungen. Das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein haben sich in Luft aufgelöst. Leben zu genießen ist meist gar nicht mehr möglich. So schlimm das für die Betroffenen ist, so schwierig ist der Nachweis der Auswirkungen auf das Berufsleben. Niemand kann einem depressiven Menschen in den Kopf reinschauen. Es entwickelt sich oft eine Schlacht von Gutachten. In unserem Sorglospaket unterstützen wir Sie fachlich schon vor Reha und Rentenantrag beim Umgang mit Ärzten und Therapeuten. Wir begleiten Sie mit unserem Coaching-Programm, bereiten Sie auf Gutachten vor und prüfen anschließend die fachliche Schlüssigkeit der Beweiserhebung mit den passenden Testverfahren im Gutachten. Burnout. Burnout ist keine echte Diagnose, spielt aber eine wirklich große Rolle. Gerade bei langjährig hoher Arbeitsintensität. Warnsignale wie Angstzustände, Spannungskopfschmerzen, Migräne, Konzentrationsstörungen, aber auch Herzrasen oder Schwindel werden als vorübergehend, ich habe noch viel zu tun, abgetan. Da es sich hier schon um einen finalen Zustand handelt, werden die Symptome oft verdrängt und medikamentös abgemildert. Im konkreten Einzelfall verweben sich die psychischen Faktoren, körperliche Erkrankungen und private Lebensereignisse, vergessen wir die nicht. Entsprechend vage reagieren Haus- oder Fachärzte. Die schwierige Nachweisbarkeit und auch Eingrenzung von Burnout-Symptomen verstärken die Unlust der gesetzlichen Rentenversicherung. Begutachtung, kapazitätsbedingt oft erst viele Monate später, belasten stark. Je besser vorbereitet Sie in das Verfahren einsteigen, desto eher wahren Sie Ihre Chance auf ein erfolgreiches Renten- oder Widerspruchsverfahren. Wir helfen dabei. Aktuell, sie heißt Tsunami, das Chronik-Fatigue-Syndrom. Beim chronischen Erschöpfungs- oder Müdigkeitssyndrom, genannt CFS, oder auch, tolles Fachwort, myalgische Enzephalomyelitis, fehlt Energie. Und der Körper sperrt sich gegen weitere anhaltende Belastungen. Sie fallen einfach um. Entgegen landläufiger Ansicht handelt es sich tatsächlich eher um eine Multisystemerkrankung, denn dann um eine ausschließlich psychische Erkrankung. Post-Covid, also lange nach Akuterkrankung, enthält vor allen Dingen oft ein ausgeprägtes Erschöpfungssyndrom neben deutlicher, messbarer, internistischer Minderleistung. Es gilt zentrale Fehlfunktion und die resultierende Überanstrengung fachärztlich dokumentieren zu lassen. Das ist ganz schwierig. Unsere einschlägig erfahrenen Anwälte und Rentenberater helfen Ihnen,
ihren Rechtsanspruch auf eine EM-Rente schon vor einem Reha- oder Rentenantrag belastbar aufzuklären. Anfängliche Fehler lassen sich später nur mit hohem Aufwand wieder heilen, sagt man bei uns. Dass auf Wunsch schon vor dem Rentenantrag von mir immer wieder dringlich empfohlen wird, über die Einbeziehung spezialisierter Fachambulanzen, medizinischer Gutachter im Widerspruchsverfahren bis hin zu einer gerichtlichen Klärung. Wenn auch Sie Fragen zur schwierigen Durchsetzung einer gesetzlichen Rente bei Erkrankungen dieses Fachs haben, schreiben Sie uns gern eine Mail mit kurzer, wichtig, Fallschilderung an anfrage@rentenbescheid24.de oder besuchen Sie uns auf unserer Seite rentenbescheid24.de. Vielen Dank, dass Sie uns folgen und sich bei uns informieren. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit. Herzlichst, Frank Weise von rentenbescheid24.de.